anstehen für ein paar Tropfen Wasser. Für viele Kinder in Südafrika ist das noch immer Alltag. Manchmal gibt's gar kein Wasser. Millionen sitzen auf dem Trockenen, andere haben es im Überfluss. Die Werbebotschaft ist klar, Wasser ist ein Lebensmittel für die, die es sich leisten können. Wir wollen wissen, wie läuft das weltweite Geschäft mit dem Wasser. Big business, growing business. Wir begeben uns auf die Spuren der Flaschenwasserindustrie, die selbst da noch Wasser abgräbt, wo es immer weniger gibt. Es ist falsch, wenn das privatisiert und vermarktet wird, worauf jeder ein Recht haben sollte. Sauberes, sicheres Trinkwasser. Unsere Erkundungsreise beginnt in deutschen Supermärkten. Dort steht sie, die wertvollste Nahrungsressource des Menschen, in Plastik verpackt. Tests haben ergeben, dass die Qualität von Leitungswasser oft genauso gut oder sogar besser ist als die von Flaschenwasser, nur viel billiger. Trotzdem boomt das Geschäft. Marktführer ist Nestlé. Pure Life und 63 andere Marken verkauft der Weltkonzern in 36 Ländern. Wie aber kommen Firmen wie Nestlé, Coca-Cola, Pepsi oder Danone in den Besitz vieler der besten Trinkwasserquellen der Welt? Vevey am Genfer See. Das Hauptquartier von Nestlé, dem größten Nahrungsmittelkonzern der Welt. Der frühere Nestlé-Chef Helmut Maucher hat das Ziel vorgegeben. In Zeiten, in denen Wasser weltweit immer knapper würde, müsste Nestlé, Zitat, die Hand auf die Quellen halten. Sein Nachfolger setzt das um. Nestlé wirbt für sein Geschäftsmodell mit dem bemerkenswerten Slogan »Trink dich zu besserer Gesundheit und zu einem gesünderen Planeten«. Zum Beispiel mit dem Wasser Arrowhead. Hier in Colorado wird Arrowhead von Nestlé abgefüllt. Das Chaffee County, eine Hochwüste an den Ausläufern der Rocky Mountains gelegen. Die Wasservorräte werden immer knapper, weltweit. Klimawandel, Umweltverschmutzung und die Wasserpreise steigen unaufhaltsam, auch in den USA. Okay, Chris hier. Wir haben eine Verabredung. Der Mann, den wir treffen wollen, kritisiert Nestlé. John Graham behauptet, dass man dem Konzern niemals die Rechte an der besten Trinkwasserquelle der Gegend hätte geben dürfen. Ich habe hier einige Luftaufnahmen, die zeigen, wo Nestlé Land- und Wasserrechte aufgekauft hat. Wie Sie sehen können, ist das eine Gegend, die sehr trocken aussieht. Es ist felsig und es gibt hauptsächlich Kakteen. Deshalb ist jeder Tropfen Wasser so wichtig. John Graham will uns die Abpumpstation von Nestlé zeigen, etwas außerhalb des kleinen Städtchens Salida. Da oben, sehen Sie, alles braun. Es ist so trocken. Unerklärlich, warum jemand gerade an diesen Ort kommt, um Wasser abzugraben, wo es jedoch kaum Wasser gibt. Die Schneeschmelze bringe von Jahr zu Jahr weniger Wasser von den Rockies herunter, klagt der pensionierte Architekt. Und die Farmer könnten ihre Felder kaum noch bewässern. Nestlé möchte die Kontrolle bekommen über das blaue Gold. Und sie haben das Geld dazu. Wenn ich überlege, wie viel Geld sie ausgegeben haben, um hier an das Wasser zu kommen, dann kann ich mir vorstellen, wie viel mehr Geld sie daran verdienen können. Die Wasserader liegt tief verborgen unter zwei unscheinbaren Pumpenhäuschen. Nichts deutet darauf hin, dass hier jeden Tag 675.000 Liter von Nestlé abgepumpt werden. John hat mit anderen Anwohnern eine Initiative gegründet, weil sie Schäden für Mensch und Natur befürchten. Niemand hätte ausreichend geprüft, wie sich die massive Grundwasserentnahme auswirke. In vielen US-Gemeinden wächst der Widerstand gegen den Ausverkauf ihres Wassers, wie John es nennt. Das ist ihre Ladestation. Die Tanklastwagen warten auf die nächste Abfüllung. Kein Schriftzug verrät den Inhalt. Nur ein Schild beweist, es handelt sich um Arrowhead. Was Nestlé Quellwasser nennt, geht erst 5 Meilen durch eine Leitung
und wird dann in Trucks verfrachtet. Anschließend transportiert man es 120 Meilen nach Denver. Also das Quellwasser zu nennen und zu verkaufen als irgendwie magische, extrem gesunde Substanz, ist doch Augenwischerei. Sie füllen zwei Produkte ab. Das eine nennen sie Arrowhead und das andere Pure Life. Dafür nehmen sie einfach nur das Leitungswasser von Denver und verpacken es in Plastikflaschen. Dasselbe Wasser, was jeder in Denver bekommt, wenn er den Hahn aufdreht. Nestlé zahlt etwa 2 Cent für 4 Liter und verkauft das dann für $10. Das ist doch Diebstahl. Mehr noch, es ist Schieberei. Wie aber ist Nestlé überhaupt an die Quelle gekommen? Es gibt ein Umweltgutachten, das mögliche Auswirkungen des Abpumpens untersucht hat. Darin äußert die Gutachterin große Bedenken. Selbst kleine Grundwasserabsenkungen könnten die Wasserschicht trockenlegen während einer längeren Dürre. Die vorgeschlagenen Wasserentnahmen werden die natürliche Bewässerung des Bodens beeinträchtigen, was die Stabilität des ganzen Feuchtgebietes schädigen kann. Doch das kritische Gutachten wurde niemals veröffentlicht. Stattdessen wird das von Nestlé selbst beauftragte Gutachten überarbeitet und der Entscheidungskommission vorgelegt. Verschwunden darin alle Bedenken. Unterschrieben von derselben Ökologin, die auch das kritische Gutachten verfasst hatte, und von deren Vorgesetzten. Die Ökologin selbst möchte sich nicht vor der Kamera äußern, auch aus Angst um ihren Arbeitsplatz. Sie verweist uns an die Lokalreporterin Lee Hart. Hello. Welcome to Celaya. Nice to meet you. Okay, thanks a lot. Lee Hart schreibt einen Blog und kennt die Ökologin gut. Die stünde unter großem Druck, aber auch weiterhin zu ihren Bedenken. The change of Der Wechsel in den Aussagen des Gutachtens erfolgte, nachdem Nestlé den ersten Entwurf gesehen hatte. Und der gefiel ihnen gar nicht. Dort hieß es, dass es zu Umweltbelastungen kommen würde. Also hat Nestlé als Auftraggeber die Universität kontaktiert. Und dort im Besonderen Professor Hagen. Und Professor Hagen war der Landbesitzer. Also der Mann, der sein Grundstück an Nestlé verkaufen wollte. Genau das, unter dem die Quelle liegt. Er schien ein Interesse daran zu haben, dass das Gutachten zu anderen Schlüssen kommt. Dass das Projekt weitergeht und er das Geld für sein Land einstreichen kann. So sieht dramatische Dürre aus. Und wenn sich die Trockenheit noch weiter ausbreitet, dann wird das definitiv nicht schön. Und es macht dich sehr nachdenklich, wie man dann einer Firma erlauben kann, 247 Millionen Liter abzupumpen, während das hier passiert. Nestlé zahlt jährlich etwa $200.000 als Ausgleich für das Wasser in Salida. In Flaschen kostet dieselbe Menge dagegen $185 Millionen. Im amerikanischen Sender Fox News feiert man den amerikanischen Chef von Nestlé Waters für solche Gewinnmargen. Toll, Sie in der Show zu haben. Große Geschäfte, kräftiges Wachstum. Die Flaschenwasserindustrie tut alles, um das öffentliche Wasser schlecht zu reden. Der ehemalige Vorstand von Pepsi, Robert Morrison, brachte es auf den Punkt. Zitat: Der größte Feind ist das Leitungswasser. Doch ist das Wasser in den Tanks wirklich besser? Filmaufnahmen, auch auf öffentlichem Grund, sind unerwünscht. Bei Poland Spring, einer weiteren Nestlé-Marke. Hauen Sie ab! Go! Eine Klageschrift. Vor Gericht in Chicago soll demnächst entschieden werden, ob Nestlé allerdings selbst Leitungswasser als Mineralwasser etikettiert und verkauft hat. Wir fliegen weiter nach Afrika. Auch dort kauft Nestlé Trinkwasserlizenzen, getreu dem alten Firmenmotto, die Hand auf die Quellen zu halten. Woher kommt das Wasser, das Nestlé hier abfüllt, an einem Ort, an dem es immer weniger gibt?
auf dem ärmsten Kontinent der Welt. Viele Menschen in Afrika haben noch immer keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser oder Sanitäranlagen, obwohl die Vereinten Nationen Wasser zu einem Menschenrecht erklärt haben. Südafrika. Nicht weit von Pretoria liegt die Quelle von Dornkloof. Seit 2011 wirtschaftlich genutzt von Nestlé. 282.000 Liter Wasser werden täglich in Flaschen abgefüllt und abtransportiert. Von dort, wo es als unterirdischer Schatz entstanden ist. Abgepackt unter blauen Planen heißt es nun Pure Life. Doch hier kann sich das reine Leben niemand leisten. Gleich gegenüber der Fabrik, nur 100 Meter entfernt, ein Highway. Tagelöhner verschwinden in einem Tunnel und Menschen mit Plastikkanistern. Von der Nestlé-Fabrik kommen zwei Männer auf uns zu. Sie berichten, dass sie dort arbeiten. Sehen Sie, erklärt der eine, Flaschen mit beschädigtem Etikett dürfen wir schon mal mitnehmen. Und so trinken sie wie Champagner, das gleiche Wasser, das ein paar hundert Meter entfernt unter ihrem heimatlichen Boden fließt. Abgefüllt vom Schweizer Großkonzern und im Laden für sie unbezahlbar. Wie kann es sein, dass Menschen nur 400 Meter entfernt leben von einer Quelle und selbst von Wasser abgeschnitten sind? Im zuständigen Ministerium in Pretoria fragen wir nach. Warum hat man Nestlé die Lizenz für Pure Life in Dornkloof überhaupt erteilt? In der Vergangenheit war es doch so. Arme Menschen, besonders Schwarze, hatten kein Recht auf Wasser. Und teilweise ist das noch immer nicht ganz erreicht. Deshalb können wir auch keine Wasserlizenzen für eine längere Zeit gewähren. Wir wollen schließlich irgendwann Verteilungsgerechtigkeit. Um genau zu sein, die Lizenz für Nestlé läuft 20 Jahre. Die Verteilungsgerechtigkeit muss also noch mindestens 2 Jahrzehnte warten. Denn so lange darf Nestlé exklusiv das Wasser ausbeuten. 103 Millionen Liter im Jahr. Ortswechsel. Bezirksgericht Lausanne. Die Frauen, die sich hier treffen, klagen vor Gericht. Über Monate waren sie von 3 weiblichen Agenten ausspioniert worden, die man in ihre Gruppe eingeschleust hatte. Im Auftrag von Nestlé. Die Ausspionierten hatten an einem Nestlé-kritischen Buch gearbeitet. Sie haben uns ausspioniert, sie haben über diese Infiltration, über diese Person Daten über uns gesammelt, aber nicht nur über uns, sondern auch über Dritte, und zwar alle unsere Kontakte in der Schweiz, alle unsere Kontakte, die wir auch mit dem Ausland haben. Ich möchte da vor allem Kolumbien und Brasilien erwähnen, vor allem auch in Kolumbien, da waren wir mit Gewerkschaftern in Verbindung. Und da wird es natürlich dann sehr riskant. Und diese Daten sind halt alle an Nestlé gegangen. Wissen ist Macht. Und so bediente sich Nestlé geheimdienstlicher Methoden, um an Informationen über seine Kritiker und deren Strategien zu gelangen. Hat Nestlé solche Methoden nötig? Der Anwalt der Sicherheitsfirma Securitas, die im Auftrag von Nestlé die Spione bei Attac einschleuste, ignoriert alle Fragen. Auch er wurde Opfer der Spionage. Der brasilianische Umweltschützer und Wasseraktivist Franklin Frederick, einer der schärfsten Kritiker von Nestlés Geschäftspraktiken. Ich hätte Angst, weil, wissen Sie, Brasilien ist nicht Kolumbien, ist nicht so Gewalt, aber es gibt eine Gewalt. Und es ist ganz einfach, einen Unfall in Brasilien zu organisieren, das ist klar. Franklin berichtet, dass in Kolumbien bereits ein Gewerkschafter ermordet aufgefunden wurde, der laut Zeugenaussagen vorher von Vertretern einer örtlichen Nestlé-Tochterfirma als Terrorist bezeichnet worden war. Ich bin aufmerksam gewesen von dieser Geschichte in São Lourenço, wo Nestlé hat einen wunderschönen Wasserpark gekauft, einen Wasserpark mit verschiedenen Wasserquellen, hat eine Fabrik über diese Wasserpark gebaut, gegen uns gesetzt. Und diese Pure Life Flaschenwasser angefangen zu produzieren. Und sie pumpen so viele Wasser von Grundwasser, dass die ganze Spielwasser ist gesunken. Gesunkene Wasserspiegel, Milliardengewinne durch Quellenschnäppchen und Fabrikarbeiter ohne Trinkwasserzugang.
Wir reisen nach Brasilien, um den Vorwürfen des Wasseraktivisten Franklin Frederick gegen Nestlé nachzugehen. Was sind die möglichen Folgen, die durch exzessives Abpumpen entstehen können? Das riesige Land hat Wasser im Überfluss, doch die öffentliche Wasserversorgung ist oft mangelhaft. In den Favelas, den armen Vierteln, ist sauberes Trinkwasser ein seltenes Gut. Ich denke, jeder Mensch sollte Wasser kostenlos haben, weil Wasser im Laden teuer ist, viel zu teuer. Der Wasserpark von São Lourenço im Bundesstaat Minas Gerais. Er ist im Besitz von Nestlé und umfasst 9 Heilwasserquellen mit hohem Mineralgehalt. Für umgerechnet 2,30 Euro Eintritt können auch Einheimische einen Schluck nehmen. Nestlé selbst ist durstiger. Von neugierigen Blicken abgeschirmt, baute man 2000 eine Fabrik, um riesige Mengen für die Produktion von Pure Life abzupumpen. Gleichzeitig wurden dem Wasser vor der Abfüllung massiv Mineralien entzogen. Offensichtlich, um einen neutralen Geschmack zu erreichen. Die Fabrik errichtete man dort, wo laut einem Gutachten die ökologisch anfälligste Stelle des Wasserparks liegt. Luciana Lee lebt seit Jahren hier. Sie klagt, dass nicht nur der Grundwasserspiegel sank, sondern eine der Quellen auch mit Fäkalien verunreinigt wurde. Sie sieht wunderschön aus, nicht? Man hat sie hübsch renoviert, aber leider ist die Quelle nicht sicher, denn sie wurde kontaminiert. Man kann dem Wasser nicht mehr vertrauen. Hinzu kommt, dass die Quelle durch das exzessive Abpumpen für Pure Life gelitten hat. Auch alle anderen Quellen im Park haben Schaden genommen. Franklin Frederick, Luciana Lee und andere Bewohner von São Lourenço erreichten 2002 einen Gerichtsprozess gegen Nestlé, in dessen Verlauf durch die Behörden festgestellt wurde, dass sowohl das Entmineralisieren illegal war, als auch der Bau der Wasserfabrik. Staatsanwalt Bergson erinnert sich. Um eine Verurteilung zu vermeiden, schloss Nestlé einen Vergleich. Das Ergebnis: hier wurde die Produktion von Pure Life eingestellt. Kurios ist, der Handel mit Wasser ist in Brasilien eigentlich verboten. Deshalb nutzen die Konzerne eine Gesetzeslücke. Das brasilianische Gesetz stuft Mineralwasser offiziell nicht als Wasser ein, sondern als Mineral, wie ein Gestein. Und Mineralien sind Wirtschaftsgüter. Nur deshalb können die Unternehmen Mineralwasser als private Handelsware auf den Markt bringen. Normales Wasser gilt in Brasilien dagegen als öffentliches Gut, als Allgemeingut, das man eigentlich nicht privatisieren darf. Dabei ist doch Mineralwasser auch Wasser. Luciana ist wütend, dass Nestlé in ihrer Heimatstadt weiter Mineralwasser abfüllt und teuer verkauft, wenn auch eine andere Marke. Aber immerhin sei Pure Life verschwunden. Durch die Lücken in der brasilianischen Gesetzgebung konnten sie lange tun und lassen, was sie wollten. Genau wie sie das in vielen anderen armen Ländern machen. Washington DC, Sitz der Weltbank. Sie spielt eine zentrale Rolle bei den Wassergeschäften westlicher Konzerne. Jahrelang wurden Kreditvergaben an Entwicklungsländer mit der Forderung verknüpft, im Gegenzug die Wasserwirtschaft zu privatisieren. Profitiert auch Nestlé von der politischen Allianz mit der Weltbank? Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos 2011 wird ein Projekt aus der Taufe gehoben. Die Wasserministerin von Südafrika schließt eine neue Partnerschaft mit der Water Resources Group, einer Lobbyvereinigung westlicher Konzerne. Die Firmen würden den armen Ländern bei der Überwindung von Wasserknappheit helfen. Die Leitung hat Peter Brabeck, der Nestlé-Chef. Was ist für Nestlé drin? Es ist wichtig für uns, langfristig zu denken. Was etwa könnten die Hindernisse sein für das Wachstum der Weltwirtschaft? Wir glauben, dass die Wassersituation eines der Haupthindernisse für Wachstum ist. Soll heißen, die Versorgung der Industrie mit Wasser soll sichergestellt werden. Gleichzeitig wolle man der Politik beratend zur Seite stehen. Beim IFC, einer Gesellschaft der Weltbank, hat die Gruppe ihren Sitz. Firmen, die mitwirken, sind unter anderem Nestlé, Coca-Cola und Pepsi.
der IFC selbst, und wir werden finanziell unterstützt von der Schweizer Entwicklungshilfe. Zurück in Südafrika. Hier will die Water Resources Group nach eigenen Angaben helfen, die Wassersituation zu verbessern. Der Mann, den wir treffen, glaubt nicht an die Versprechen. Koos Pretorius behauptet, dass nicht schlechtes Wasser das Problem für mehr Wachstum ist, sondern ungehemmtes Wachstum das Problem für das Wasser. Die Industrie verseuche weite Teile des Trinkwassers. Der Farmer führt uns an den Stadtrand von Carolina, einer 30.000 Einwohnergemeinde. Wir haben hier eine Mine, ganz in der Nähe, etwa 150 Meter auf der anderen Seite. Was die Mine gemacht hat, war ein Rohr zu legen, das führt darüber in eine Tonne. Da hat man jetzt ein paar Kalksteine reingetan, um das Abwasser zu reinigen. Es fließt dann einfach in das Becken, ist immer noch sehr säurehaltig, tritt da hinten über, fließt in den Fluss und von da in die Trinkwasserversorgung der Stadt. Ich messe jetzt den pH-Wert des Wassers. Für Trinkwasser dürfte er nicht unter 5,5 liegen. 3,7? 3,6? Das ist reine Säure. Wie direkt aus einer Batterie. Überall, wo es in Südafrika Minen gibt, haben wir das Problem. Und niemand kümmert sich darum. In dieser Stadt hatten die Menschen für 9 Monate kein Trinkwasser, wegen der starken Belastung mit extrem hohen Aluminiumwerten, Mangan, Eisen und Sulfaten. Da haben wir Minengesellschaften, die kommen und verseuchen das Wasser. Dann kommen Flaschenwasserhersteller, die sagen, wir wollen das beste Wasser. Was ist dann noch übrig für uns, die Menschen? Das reine kurzfristige Gewinnstreben einer Seite, egal ob Minengesellschaft oder Flaschenwasserproduzent, verhindert den Zugang zu dem, was alle brauchen, sich aber nicht mehr leisten können. Im Supermarkt der Stadt werden wir fündig. Es gibt noch sauberes Wasser. Pure Life von Nestlé. Angepriesen als Water You Can Trust, das Wasser, dem du vertrauen kannst. Der Werbespruch zielt darauf ab, dass das öffentliche Wasser nicht sicher ist. Koos glaubt, die Trinkwasserkonzerne hätten kein Interesse daran, dass sich die Situation ändert. Er führt uns zu einer Moschee, wohin die Armen pilgern, die sich Flaschenwasser nicht leisten können. Das ist einer von 2 Orten, an denen es Wasser gibt, für über 12.000 Menschen, die das belastete Leitungswasser nicht trinken wollen. Und so sind sie gekommen, meist Kinder, teils über Kilometer, um anzustehen für etwas sauberes Wasser. Wie an einer Tankstelle des Lebens. Das Wasser ist eine Spende der Moschee. Auch für die Älteren ist die Wasserbeschaffung eine harte Prüfung. Die meisten sind hier arbeitslos. Ich habe noch einen Job. Wie soll ich da jeden Tag stundenlang anstehen und dann das Wasser kilometerweit schleppen? Aber ich muss. Obwohl zu Hause nach 9 Monaten das Leitungswasser wieder fließt, kommen sie immer noch hierher. Das Leitungswasser macht das mit uns. Siehst du hier im Gesicht? Ich bekomme Ausschlag. Jeder wird krank davon. Wir bekommen ständig Durchfall. Wir können das Leitungswasser nicht trinken. Es ist ungesund. Alle Kinder bekommen ihr Wasser hier. Alle Kinder hängen von diesem Wasser ab? Ja. Die Menschen in Carolina wünschen sich nichts sehnlicher, als dass sie wieder sicheres Trinkwasser bekommen. So wie George Tembesi. Er hat seiner Frau wieder etwas angeschleppt von der weit entfernten Wasserstelle. Die beiden müssen ihre 2 Enkelsöhne allein erziehen. George zeigt Narben auf der Haut der Jungs. Die seien sehr krank gewesen. Ausschlag und Fieber. Es war sehr ernst. Sie haben die Kinder ins Krankenhaus gebracht. Und der Doktor hat gesagt, die Kinder haben zu viel von dem Wasser getrunken. Sie müssen aufhören, das zu trinken. Wenn sie das weiter tun, dann könnten sie auch sterben. Der Arzt meinte, sie sollten in der Stadt Flaschenwasser kaufen.
unmöglich für sie, erzählt Großvater George. Flaschenwasser können sie sich nicht leisten. Klammheimlich, versteckt in einer Richtlinie, versucht die Europäische Kommission gerade ein Jahrhundertprojekt durchzusetzen. Es geht um nicht weniger als um die europaweite Privatisierung der Wasserversorgung. Wenn sich die EU-Kommission durchsetzt, dürfte das einem Allgemeingut dann ein Spekulationsobjekt werden, mit dem sich auch in Deutschland Milliarden verdienen lassen. Es ist ein Sieg großer multinationaler Konzerne, die für diese Privatisierung jahrelang gekämpft haben. Die Folgen für uns Verbraucher könnten erheblich sein. Was da auf uns zukommt, zeigen Ihnen jetzt Stefan Stuchlik und Nikolaus Steiner. Wasser ist nicht nur H2O, Wasser ist Leben. Zugang zu Wasser ist von der UN zum Menschenrecht erklärt worden. In Deutschland gehört Wasser zumeist den Städten und Gemeinden, also uns allen. Noch. Doch das könnte sich schon bald ändern, mit drastischen Folgen auch für Deutschland. Nach dem Willen der EU-Kommission wird es hier beginnen, in Portugal. Brüssel fordert, dass das Land jetzt seine Wasserversorgung verkauft. Hier in Passos de Ferreira hat man mit der Wasserprivatisierung schon begonnen. Gegen den Willen der Bürger, wie sie uns sagen. Früher durfte man das Wasser hier trinken. Es war gutes, frisches Wasser. Jetzt nicht mehr. Ich bin 66 Jahre alt und ich konnte das Wasser immer trinken. Jetzt sollen wir sogar das Wasser aus den öffentlichen Brunnen nicht mehr trinken. Ja, jetzt ist das öffentliche Wasser angeblich nicht mehr trinkbar. Die Gemeinde von Passos de Ferreira hat beim Verkauf genau einmal einen Gewinn gemacht. Jetzt müssen die Bürger mit den Folgen leben. Die Menschen zeigen uns ihre Rechnungen. Und tatsächlich, die Monatsbeträge sind horrend. Jetzt haben viele Bürger Probleme, das Trinkwasser zu bezahlen. Die Konsequenzen der Privatisierung hier in Passos de Ferreira waren verheerend. Wir hatten 400% Preiserhöhung in wenigen Jahren und dann jedes Jahr nochmal 6% Preissteigerung. Das ist ein Desaster. Krisenländer wie Portugal und Griechenland brauchen Geld. Deshalb zwingt die Troika in Brüssel sie jetzt klammheimlich, ihre Wasserversorger zu verkaufen. Im Anhang der Troika-Verträge, die Monitor vorliegen, sieht man, in Griechenland sollen die großen Wasserwerke von Athen und Thessaloniki verkauft werden. Zu Portugal heißt es, die Privatisierung der nationalen Wasserbetriebe Águas de Portugal soll vorangetrieben werden. In Portugal protestieren mittlerweile immer mehr Menschen gegen diese Wasserprivatisierung, weil sie Angst haben vor hohen Preisen und schlechter Qualität. Aber die Krisenstaaten sind erst der Anfang. Die EU-Kommission holt jetzt zum großen Schlag aus. Der neue Richtlinienvorschlag für Konzessionsvergabe versteckt geschickt die Forderung, dass im Bereich der Wasserversorgung eine Marktöffnung erfolgen müsse. Was heißt das? Heide Rühle, die Wasserexpertin der Europäischen Grünen, hat den Vorschlag genau studiert. Sie glaubt, dass die Kommission kurz davor ist, ihr Ziel zu erreichen, Wasserprivatisierung. Die Konzessionsrichtlinie macht es nicht direkt, die öffnet nicht direkt der Wasserprivatisierung die Tür, sie macht es durch die Hintertür. Also sie öffnet Millimeter für Millimeter die Möglichkeit, dass Private in den Markt gehen, also dass der Markt geöffnet wird und dass Private Zugang zu dem Markt haben. Er leugnet sogar, dass er die Wasserprivatisierung überhaupt will. Der mächtige EU-Kommissar Barnier sagt, seine Richtlinie wolle nur den Markt neu ordnen. Es wird alles so bleiben, wie es ist. Ja, warum brauchen wir dann die Richtlinie? Weil wir Regeln brauchen. Jede deutsche Kommune wird weiterhin über ihr Wasser entscheiden können. Jetzt aber geben wir die Möglichkeit, das Wasser auch einem privaten Partner anzuvertrauen. Jetzt wird auch das geregelt, zum Wohl des Verbrauchers. Also doch, die Idee der Kommission, Wasserlizenzen müssen europaweit ausgeschrieben werden. Dann aber kommen die privaten Partner zum Zug. Denn mit den Dumpingangeboten der großen Konzerne kann kein kommunaler Betrieb konkurrieren. Dabei wollen 82% der Deutschen, dass die Städte und Gemeinden die Wasserversorgung organisieren. Hier drehen Städte und Kommunen einzelne Privatisierungen sogar schon wieder zurück. Beispiel Berlin. 1999 wurden die Wasserbetriebe teilprivatisiert. Nach Massenprotesten hat die Stadt jetzt begonnen, Anteile zurückzukaufen. Ein teurer Weg, doch ein erster Erfolg für diese Bürgerinitiative. Aber die neue Strategie der EU-Kommission könnte diese Idee zunichte machen. Die neue Richtlinie der EU bedeutet, alles unter Privatisierungsdruck zu stellen. Und die Berliner Erfahrung zeigt, dass auch eine Teilprivatisierung, ein sogenanntes
öffentlich-privates Partnerschaftsgeschäft in Wirklichkeit nur den Privaten nützt. Die haben die Rendite garantiert und wir bezahlen. Für private Investoren ist Wasser ein Gut wie Strom oder Gold. Denn Wasser ist Spekulationsobjekt. Wasser ist ein Wirtschaftsgut. Auf eine dreistellige Milliardenhöhe schätzen Analysten den Wassermarkt in der EU. Und sie wollen ihn haben. Großkonzerne wie Thames Water oder Veolia, aber auch deutsche Konzerne wie RWE und Gelsenwasser warten nur darauf, dass privatisiert wird. Wasserprivatisierung allerdings hat selten die versprochenen Effekte. Das bestätigt eine Studie der Universität Barcelona von 2010. Darin gibt es Hinweise darauf, dass nach der Privatisierung mancherorts die Wasserqualität gesunken sei. Vor allem aber, es wird nicht billiger. Zitat: Wir können keinen Effekt nachweisen, dass private Wasserproduktion kostengünstiger ist. Die Versprechungen, die immer mit Wasserprivatisierungen einhergehen, besserer Service, sinkende Preise, werden so gut wie nie eingehalten. Ganz im Gegenteil, es gibt eher die Tendenz zu steigenden Preisen und die versprochenen Investitionen ins Wassernetz werden so gut wie nie Realität. Denn Geld für den teuren Leitungsbau passt nicht zum schnellen Gewinn. Beispiele wie London oder Bordeaux zeigen, Rohre verrotten, Schmutz dringt ins Trinkwasser. Oft geben die Gesellschaften dann Chlor oder Ähnliches hinzu, um die Hygiene zu halten. Warum entscheidet die EU-Kommission gegen den Willen der europäischen Bevölkerung? Auf was für Gutachten stützt sie sich? Mit wem spricht sie hinter diesen Fenstern? Zum Beispiel mit Ihnen, mit der Steering Group, einer Expertengruppe, die die EU-Kommission in Fragen der Wasserpolitik berät. Die Teilnehmerliste ist erstaunlich. Darin sitzen hauptsächlich Vertreter der Wasserindustrie und verwandter Industriebereiche. Ce groupe concerne la qualité de l'eau. Ça aussi c'est un sujet. I'm sorry, that's CEO Abengoa Water, Suez Environment, Hans Grohe GmbH, IBM, Director of the WDF, European Investment Bank, Private Equity Fund, going on. Ce groupe n'a pas été constitué par moi, il concerne. Diese Expertengruppe habe ich nicht persönlich zusammengestellt, aber wenn Sie von mir hören wollen, dass unsere Expertengruppen ausgeglichener besetzt sein sollten, gebe ich Ihnen gerne recht. Es ist wirklich bedauerlich, dass mancher Wettbewerbskommissar nur noch die Bedürfnisse seiner Gesprächspartner aus den Konzernchefetagen kennt und nicht die Bedürfnisse der Bevölkerung.